Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und heute geht es unter anderem um die Misk Odyssey, gefolgt vom neuesten Sprint Report, der sich um neue Raumschiffe in der Zukunft dreht, unter anderem die Bano Merchantman, die Misk Hull A und Hull C sowie die Vulture und noch einige mehr. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert und wir fangen erstmal mit dem neuen Exploration Raumschiff von Misk an. Trotz des weiterhin fehlenden Exploration Gameplays hat Cloud Imperium Games während der IAE dieses große Schiff als Concept Sale vorgestellt sowie auch ein Q&A dazu abgehalten. Alle Details und Preise dazu findet ihr übrigens in meinem dazugehörigen News Video, welches ich im angepinnten Kommentar verlinke. Ausgelegt als Exploration Schiff ist sie aber auch für eine eher allgemein gehaltene Rolle konzipiert, da sie ja quasi ins Unbekannte vorstoßen und sich selbst versorgen kann. Über einen Hover-Fahrstuhl unterhalb des Schiffes gelangen wir hinein und hinaus. Ein Erzsucher befindet sich dann unter der Brücke, ähnlich wie bei der Misk Prospector. Und hier sehen wir jetzt mal das Interieur der Odyssee, welches sich in drei Ebenen aufteilt. Auf dem Oberdeck finden sich hauptsächlich die Technikräume, der Gravitationsgenerator sowie auch die Raffinerie. Denkt dran, das ist alles noch Early Concept Whitebox, also noch nichts wirklich endgültig und fertig. Aber dank des besagten Minings werden wir Quantenium abbauen, um dieses dann per Raffinerie in Quantum-Treibstoff zu verarbeiten und uns dann eben selbst versorgen können. Insofern können Besitzer der Odyssey also ohne Probleme durch das Universum reisen und sind völlig unabhängig von Raumstationen oder von Tankschiffen. Auf dem mittleren Deck finden wir vorne die Brücke, die wir hier gerade sehen, mit insgesamt 6 Sitzen, wodurch quasi die ganze Crew ihren Platz finden kann. Hinter der Brücke führt ein langer Gang an den Escape-Pods links und rechts vorbei in den Besatzungsbereich. Dort wird jedes Crewmitglied sein eigenes Zimmer finden, inklusive Bad und Bett und weiteren Annehmlichkeiten. Die zentrale Messe dient dem Treffen, Essen und dem Austausch und ist mit einer Küche verbunden und wie ihr seht, gibt es hier jede Menge Platz und viele Gerätschaften zum Kochen und zum Leben halt im Verse, wofür das Schiff auch letztendlich gedacht ist. Weiter geht's dann zum Schließfachraum, wo jeder seinen eigenen Spind zum Ablegen der persönlichen Sachen hat. Dieser Raum dient auch gleichzeitig als Ankleide. Direkt dahinter finden wir den wirklich großen bzw. vor allem sehr tiefen XS-Hangar, der wie ihr seht eine Saber easy Platz bietet. Man könnte sie fast schon stapeln. Außerdem ist der Hangar über gleich 2 Ebenen begehbar bzw. sichtbar, was ziemlich cool aussieht, wie ich finde. Es passen tatsächlich alle Schiffe der Größe 1 und 2 hinein, also sogar eine Prospector, eine Avenger oder auch ja quasi sämtliche Jäger im Spiel. Schaut mal auf dem Aircool-Kalkulator nach, welche Schiffe das alles sind, da gibt es die Größen 1, 2, 3, 4, 5, die 1 und 2, das ist eine riesengroße Menge an Schiffen, die da reinpasst. Übrigens befinden wir uns hier jetzt auch gerade im unteren Deck und gehen wieder ein bisschen nach vorne zum Cargo- und Fahrzeugraum. Da steht ein Ursa Rover, welcher über die Rampe, die davor liegt, die wir jetzt gerade nicht sehen, rein und raus fahren kann. Und hier haben wir auch die 252 SCU Frachtkapazität, also die ganzen Kisten, die wir nach oben stapeln können. Weiter oben, so ein Stückchen, ist dann die Krakenstation Tier 2, ähnlich wie wir das auch schon aus der Carrack kennen. Und daneben ist der Traktorstrahl- und Mining Operator Bereich mit den ganzen technischen Apparaten zur Raffinerie sowie dem doppelsitzigen Cockpit vorne für die Arbeiter, wo man auch rausgucken kann und eben den Mining und den Traktorstrahl bedienen kann. Laut CRG ist die Odyssey ein Konkurrenzschiff zur Carrack, was logisch ist, da beide ähnlich groß sind und einen ähnlichen Weg gehen. Welche Scanning-Eigenschaften sie bietet, bzw. inwieweit sie ja besser oder sogar schlechter als die Carrack ist, bleibt jedoch weiter offen, sowie auch allgemein das gesamte Exploration-Gameplay. Zumindest was den Autarkie-Part angeht, dürfte sie klar überlegen sein, während die Carrack beim Thema Fracht und Modularität dann wiederum deutlich gewinnt. Ja, also meine schöne Schiffstour hier in dieser Concept-Whitebox-Phase durch das Schiff und ihr seht, da ist schon viel passiert im Hintergrund die ganze Zeit. Es könnte also durchaus sein, dass das Schiff eher flight-ready wird, als die meisten denken, aber wir werden das ja sehen. Und da wir gerade schon beim Thema Zukunft sind, kommen wir doch gleich mal zum Sprint-Report, speziell eben zu den neuen zukünftigen Raumschiffen von Star Citizen. Nummer 1, die Hull A. Diese sowie ihre weitaus größere Schwester, die Hull C, stehen nächstes Jahr an und machen gute Fortschritte. Hier sehen wir die neuesten Aufnahmen der A, wo die neuesten Raumschiffstandards und Metriken ausgearbeitet werden. In dieser Animation hier seht ihr, wie sich die Mitte ausfalten soll, um den offenen Cargo-Raum ja, aufzuklappen oder aufzustellen, um dann schließlich dort die Kisten außen zu platzieren und diese auch dann zu transportieren.
Auch der Innenraum sieht schon ganz hübsch aus. Das Single-Cockpit, der Waschraum sowie der Aufenthalts- und Bettbereich, alles sieht schon recht fertig aus. Ne? Braucht halt noch ein bisschen mehr Details und ein bisschen mehr Liebe an den einzelnen Stellen. Laut CRG sind wir hier aktuell in der finalen Phase für das Exterieur, also die finale Art-Phase und inmitten der Greybox-Phase für den Innenraum. So, und das hier ist jetzt die Hull C, da geht es ein bisschen schneller durch, da haben wir die einzelnen Räumlichkeiten und die ist schon deutlich weiter. Die ist bereits außen und innen in der finalen Art-Phase. Trotzdem werden auch hier noch einige Metriken bearbeitet, um den Spielern und auch den NPCs später genügend Platz für alle Aktionen zu bieten und einfach auch Probleme im Vorfeld zu minimieren. Außerdem wird parallel an einem neuen Building Blocks UI für die Hull-Serie gearbeitet, wo wir dann mal einen Einblick hier auf das Traktorstrahlensystem bekommen, in Form von dieser ja, Kamera-Außenansicht auf dem Display sowie darüber die Einstellungsmöglichkeiten, die Kontrollpanels für dieses Feature. Mal gucken, wie das dann alles funktioniert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist noch ein bisschen weiter weg, aber eigentlich gar nicht so weit, wenn man ganz ehrlich ist. Denn auch der Greycat Traktorstrahl für Raumschiffe in den Größen 1, 2 und 3 ist aktuell in Arbeit, um dann ja passend im nächsten Jahr auch ins Spiel zu kommen. Diese Traktorstrahlen passen, je nach Größe, dann an diverse Raumschiffe und können völlig frei equipped werden, wie eine Waffe beispielsweise, von uns Spielern. Also zum Beispiel auch an der Origin 315P, an der Cutlass Black, an der Caterpillar und vielen, vielen weiteren Raumschiffen. Und auch die Starfarer bekommt einige Updates, die für die Auftankmechanik in Alpha 3.17 benötigt werden, sowie auch für die Raffineriemechanik. Denn die Starfarer wird das erste Schiff in Star Citizen sein, was diese beiden Fähigkeiten bekommt. So wird aktuell an Ergänzungen im Außenbereich gearbeitet, die ermöglichen, Kanister mit abgebauten Erzen aufzunehmen, die von anderen Spielern gefarmt wurden und diese dann zu raffinieren. Und ja, auch das gesamte Interieur der Starfarer soll ein komplettes Update bekommen, wenn auch wahrscheinlich noch nicht komplett zur 3.17, aber da ist sich CRG noch unsicher, ob sie das schaffen. So, weiter geht's mit der Drake Vulture, deren Interieur sich ebenfalls in der finalen Art-Phase befindet. Hier sehen wir den Aufenthalts- und den Bettbereich sowie das Cockpit. Als erstes Schrottsammlerschiff wird es mit der Alpha 3.18 an den Start gehen und den Einstieg in diesen Berufszweig ermöglichen, also ähnlich wie die Prospector beim Mining, ist das eben das erste Salvage-Einsteigerschiff im Spiel. Auch die RSI Scorpius, die mit der Alpha 3.17 auf dem Plan steht, ist in Arbeit und befindet sich in der anfänglichen Whitebox-Phase. Hier werden noch Metriken auf Plausibilität geprüft, bis dann weiter in der Greybox daran gearbeitet wird und es dann irgendwann in den Release geht. Es ist ja noch ein bisschen Zeit für dieses ja gar nicht so große und komplizierte Schiff. Es ist ja im Prinzip ein Konkurrenzschiff zur Anvil Hurricane, also ein Dogfighter mit einem Geschützturm, ein schwerer Jäger. Ja, quasi unsere X-Wing in Star Citizen. Last but auf jeden Fall not least haben wir dann noch die große Banu Merchantman und diese ist nun endlich und ganz offiziell in der Whitebox-Phase angekommen und befindet sich somit nun auch endlich in aktiver Produktion. Yes! Hier das allererste Bild und ja, es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, auch einfach weil das Schiff ein riesengroßes Teil ist, aber wir werden es dann auf der Roadmap eines Tages sehen. Ich tippe mal darauf, dass es vielleicht ein ganz heißer Release-Kandidat für die IAE 2022 in Pyro sein dürfte, also irgendwann im November nächstes Jahr. Okay, na gut, es gibt natürlich noch weitaus mehr Whitebox-Bilder von der Merchantman, hier seht ihr sie und da haben wir den Maschinenraum, den Konferenzbereich mit Sternenkarte und viele, viele weitere wirklich schöne Aufnahmen und Bilder. Und sogar Animationen. Und auch dieses ganz besondere Special hier von Jared Huckabee. Ja, also das war fast gar nicht verstörend, würde ich mal sagen. Aber was meint ihr denn zu alledem? Also ich persönlich kann nur sagen, gib Banu Merchantman und ich finde es sehr, sehr schön, dass sie uns jetzt auch mal wirklich zeigen, wie weit sie mit den Hulls sind, wie weit sie auch mit der Starfarer sind oder was sie da eben planen mit der ganzen Raffineriegeschichte. Sie haben ja nun die Tankmechanik verschoben von 3.16 auf 3.17, das ist doof, aber mein Gott,
es ist halt so, wie es ist. Zumindest kriegen wir hier ein paar Einblicke in das ganze Feature und in diese Funktion. Und ich bin gespannt, wann das alles wirklich kommt, ob sie dann den Plan halten können. Und ja, schreibt mal eure Sicht dazu in die Kommentare. Und wie gefällt euch eigentlich die Odyssey? Wir schauen uns auf jeden Fall heute Abend im Livestream unter anderem das Q&A zu Odyssey an. Wenn es denn dann da ist. Noch ist es nicht da. Mal gucken, müsste eigentlich heute kommen. Und auf jeden Fall noch viele weitere Inhalte und Gameplay-Features im Livestream. Also ich würde erstmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis heute Abend um 19 Uhr auf Twitch. Shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the moon?